Herzlich willkommen zum nächsten Video in der Reihe, in der wir uns mit ESP Home und IoT beschäftigen. In diesem Video werde ich jetzt einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor an den Mikrocontroller anschließen, wieder über ESP Home. Und wir werden dann im nächsten Schritt die Daten, die dieser Mikrocontroller misst, auch an einen IoT-Stack senden, diesen einfachen IoT-Stack, den ich Ihnen auch in einem vorherigen Video gezeigt habe, wie man den installiert. Also wir werden in dem Video zwei große Schritte tun. Zum einen messen wir Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit dem Mikrocontroller und danach senden wir über MQTT die Daten an eine zentrale Datenbank. Mein IoT-Stack läuft auch schon. Das hier ist mein Simple IoT-Stack. Ich bin hier in der Ansicht für die InfluxDB und man sieht hier, dass aktuell meine InfluxDB noch leer ist. Die verschiedenen Datenbereiche oder Buckets, wie sie hier heißen, sind noch leer, da sind keine Daten drin. Wir werden später in diesen Sensor-Data-Bucket Daten über MQTT von unserem Mikrocontroller schicken. Als erstes müssen wir die Schaltung auf dem Mikrocontroller aufbauen und entsprechend anpassen. Also wechseln wir mal zur Sicht auf unseren Mikrocontroller. Ich habe hier als erstes mal den Temperatursensor. Das ist bei mir in AM2302 und ich habe die Schaltung auf dem Breadboard schon entsprechend angepasst. Man sieht hier, das ist das orangene Kabel, das ist bei mir mit dem Pin D6 verbunden und dieser Pin D6, den schleife ich über das orangene und die zwei grauen Kabel bis hier. Außerdem ist hier wieder die Betriebsspannung und der Minuspol vom Breadboard. Und hier stecke ich jetzt auch den Temperatursensor ein. Das sieht man jetzt nicht so gut, weil der senkrecht steht. Ich ziehe den noch einmal raus. Ja, man sieht hier Plus, Minus und hier werden die Daten gesendet. Und genauso ist das auch hier Plus, Minus und die Daten werden über den mittleren Pin gesendet. Diese Schaltung finden Sie natürlich auch wieder im GitHub-Repository. Also da können Sie sich auch nochmal genau im Detail angucken, wie ich das aufgebaut habe. Was ist jetzt der nächste Schritt? Im nächsten Schritt müssen wir jetzt die Konfiguration für den Mikrocontroller anpassen. Gehen wir dazu auf das ESP Home Dashboard und editieren unsere Konfiguration. Aktuell sieht die Konfiguration so aus und wir müssen jetzt natürlich noch die Informationen hinzufügen, damit dieser Luftfeuchtigkeit und Temperatursensor auch ausgelesen wird. Der erste Schritt ist immer die Dokumentation ESP Home. Ja, hier gibt es verschiedene Sensorkomponenten und hier gibt es zum Beispiel so Sensorkomponenten Environmental, das heißt mit allem, was so Umgebung zu tun hat. Alle Sensoren sind da zusammengefasst. Und wenn man hier ein bisschen scrollt und sucht, dann findet man irgendwann diesen Bereich DHT. Dort sind eine Reihe von Sensoren, die alle relativ ähnlich aufgebaut sind, ähnlich aussehen, zusammengefasst, also DHT11, DHT21 und so weiter. Und insbesondere findet man auch den Sensor, den ich hier verwende, den 2302. Und wenn man hier ein bisschen weiter nach unten scrollt, sieht man wie immer so ein Beispiel, wie dieser Sensor eingebunden werden kann. Ich habe mir die notwendige Konfiguration kopiert aus dem GitHub-Repository. Man sieht hier, wie im Beispiel, es geht hier um einen Sensor. Das ist ein DHT-Sensor. Der ist mit dem Pin D6 verbunden. Das sieht man auch bei mir bei der Schaltung. Auch hier bei der Schaltung sind wir an dem D6-Pin. Und wir haben zwei Datenwerte, die gemessen werden können. Das ist zum einen die Temperatur, nennen wir Temperature. Und die Luftfeuchtigkeit, den nennen wir Humidity und den geben wir auch eine ID. Das weitere Vorgehen, das kennen Sie jetzt schon, wir speichern das Ganze und installieren es auch direkt wireless auf unserem Mikrocontroller. Nach wenigen Sekunden ist die neue Software auf dem Mikrocontroller. Ja, und wir können uns jetzt wieder diesen Mikrocontroller anschauen. Und wenn wir jetzt uns den Mikrocontroller anschauen, also die Web-Oberfläche, die auf dem Mikrocontroller läuft, dann sehen wir jetzt, dass es hier zum einen den Bereich Humidity und den Bereich Temperature gibt. Also wir haben jetzt eine Luftfeuchte- und Temperaturmessung. Diese Luftfeuchte- und Temperaturmessung, die wird ungefähr alle 60 Sekunden aktualisiert. Also die bleibt jetzt relativ lange auf den
bestehenden Werten. Die ist auch nicht unglaublich genau bei diesen günstigen Sensoren, aber es ist auf jeden Fall eine erste Information über die Temperatur hier im Raum. Ich glaube allerdings nicht, dass es gerade bei mir hier 23 Grad ist. Somit haben wir unseren Mikrocontroller jetzt entsprechend angepasst, dass wir Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen können. Ja, und wir haben jetzt auch gerade gesehen, haben lange genug gewartet, jetzt wurde die Temperatur auch gerade aktualisiert. Also die Temperatur in diesem Bereich hier hat sich geändert von 23,1 Grad auf 23,2 Grad. Man kann hier auch die Intervalle, wie häufig der Sensor ausgelesen wird, anpassen. Also das in der Dokumentation ist das hinterlegt. Normalerweise steht das auf 60 Sekunden. Wir können das jetzt als Beispiel auch mal verkürzen. Ich glaube, man soll das nicht zu stark verkürzen, aber passen wir das trotzdem mal an. Editieren wir hier unseren Sensor noch einmal und fügen hier noch das Update-Intervall hinzu. Das Update-Intervall soll jetzt, lassen wir das mal auf 20 Sekunden speichern und wieder auf dem Mikrocontroller installieren. Und jetzt sollten wir alle 20 Sekunden neue Daten bekommen. Ja, sehen wir jetzt auch, die Temperatur hat sich wieder geändert. Und was ich jetzt machen werde, ich werde den Luftfeuchtigkeitssensor mal anhauchen. Dann sollte man auch sehen, wie sich deutlich Werte ändern, relativ schnell. Also die Luftfeuchtigkeit sollte jetzt deutlich nach oben gehen und die Temperatur auch. Also wir sehen, das funktioniert tatsächlich. Unser Sensor misst Daten, misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Damit sind wir bereit für den nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir diese Daten nicht mehr nur lokal auf dem Mikrocontroller haben, sondern über MQTT an unsere zentrale Plattform, an unsere zentrale Datenbank schicken. Schauen wir uns mal wieder die ESP Home Doku an. Dort gibt es auch Informationen zum Thema MQTT. Wenn man danach sucht, gibt es irgendwo die MQTT Client Component und hier gibt es die Infos darüber, wie man sich eben mit so einem zentralen MQTT-Server verbinden kann, indem man zum einen MQTT, die Adresse des Brokers, den Benutzername und das entsprechende Passwort spezifiziert. Das Passwort soll eben auch wieder in den Secrets-Bereich abgelegt sein, so dass man das nicht aus Versehen irgendwie nach draußen gibt. Das ist aber natürlich nur die erste Hälfte der Konfiguration. Zusätzlich müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass irgendwas passiert, irgendwelche Daten an den MQTT-Server geschickt werden. Das machen wir dann, indem wir bei den Sensoren, also in unserem Beispiel bei dem Luftfeuchte- und Temperatursensor, hinterlegen, dass regelmäßig was passiert, zum Beispiel immer dann, wenn neue Daten kommen. Also als erstes fügen wir jetzt die Konfiguration ein, damit sich der Mikrocontroller überhaupt mit MQTT verbindet. Ja, ich habe das wieder aus meinem GitHub-Repository kopiert. Man sieht hier MQTT. Ich habe sowohl den Broker als auch den Usernamen als auch das Passwort in den Secrets hinterlegt, sodass ich sie einfach ändern kann. Ja, man sieht hier eben nicht viel, aber das ist eigentlich 1:1 Kopie aus der Doku. Wenn wir das Ganze speichern, können wir das natürlich auch installieren. Machen wir das an dieser Stelle mal. So, nach wenigen Sekunden ist die Firmware jetzt auch wieder auf den Mikrocontroller aufgespielt und man sieht hier direkt schon, was sich geändert hat. Man bekommt hier schon in der Logausgabe die Info, dass wir jetzt mit einem MQTT-Broker verbunden sind. Stoppen wir hier nochmal die Konsole und besuchen unseren Mikrocontroller. Ja, auf dieser Ebene sieht man jetzt nicht viel Neues. Man sieht, nach wie vor sind unsere Sensoren da. Ja, wir können auch die LED nach wie vor an- und ausschalten, wenn wir das wollen. Aber von dem MQTT-Komponente sehen wir noch nichts. Was hier einfach noch fehlt, ist das Senden der Daten. Und das ist das Nächste, was wir jetzt einbauen werden. Was wir jetzt also noch tun müssen, wir müssen noch hinzufügen zu der Konfiguration, dass Daten an den MQTT-Broker gesendet werden, wenn immer sich zum Beispiel unsere Temperatur oder luftfeuchte Messung ändert. In der Dokumentation zu ESP Home ist diese Info ein bisschen versteckt. Wenn man da in der MQTT Client Komponente sucht, muss man relativ weit nach unten scrollen und dort findet man dann irgendwann die Informationen zu der MQTT Publish Action. Und diese MQTT Publish Action, die kann verwendet werden, um Informationen an MQTT Broker zu senden. Und man sieht hier schon, dass das zum Beispiel bei on
irgendwas Events verwendet werden kann. Also zum Beispiel, wenn neue Daten gemessen sind bei einem Sensor oder wenn ein Knopf, ein Button gedrückt würde, da wird das Event on-press heißen und so weiter. Ja, man muss sich die Information an verschiedenen Stellen zusammensuchen. Das ist, wenn man es zum ersten Mal macht, nicht ganz so einfach. Ich zeige Ihnen das jetzt mal, wie wir das für unsere Temperatur- und Luftfeuchtemessung machen können. Ich habe mir das ganz einfach gemacht und habe einfach ein Intervall festgelegt. Ja, es gibt die Komponente Intervall. Das Intervall setze ich hier auf jede Minute. Immer wenn das Intervall abgelaufen ist, dann soll diese MQTT Publish JSON Aktion ausgeführt werden. Also es soll Daten im JSON-Format an den MQTT Broker gesendet werden. Und zwar an das Topic Environment / D1 Mini. Ja, das werde ich jetzt mal anpassen. Ich nenne das mal Sensor Data und das D1 Mini lassen wir stehen. Und außerdem noch die Informationen über den Payload. Hier wird sich jetzt die Nachricht zusammengebaut. Die enthält zwei Komponenten, nämlich zum einen ein Element Temp, das den Wert des Temperatursensors hat, und ein Element Yumi, das den Wert des Luftfeuchtesensors hat. Ja, und diese beiden IDs, die ich hier verwende, das sind genau die IDs, die ich hier oben festgelegt habe. Ja, also hier findet man die ID Temp und Humidity. Also was jetzt passiert, das ist jetzt schon wirklich ein bisschen komplexer. Wir haben zum einen einen Luftfeuchtesensor und Temperatursensor, der alle 20 Sekunden Daten misst. Wir haben eine Verbindung zu unserem MQTT Broker. Und außerdem haben wir jetzt so einen regelmäßigen Prozess, der jede Minute läuft und dann eine entsprechende Nachricht, nämlich diese Nachricht hier, an den MQTT-Broker sendet. Außerdem habe ich hier auch noch ein bisschen Log-Informationen hinzugepackt, ja, dass wir auch im Log sehen werden, dass wirklich Daten gesendet sind. So, dann probieren wir das doch mal aus. Speichern die Konfiguration wieder und installieren sie auf unserem Mikrocontroller. Wie immer, wenn wir was Neues installieren, dauert ein paar Sekunden. Danach sollte der Mikrocontroller wieder online sein. Das ist er. Wir können auch wieder auf die Web-Oberfläche zum Mikrocontroller wechseln. Hier sehen wir jetzt nicht viel, außer dass nach wie vor Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen werden und auch der Button und die LED noch vorhanden sind. Wir sehen hier aber jetzt schon die ersten Log-Ausgaben. Ja, immer dann, wenn unser Sensor misst, also alle 20 Sekunden. Das war der erste 20-Sekunden-Block. Das ist der zweite 20-Sekunden-Block. Hier kommt der dritte 20-Sekunden-Block und da drin versteckt in der Mitte, hier ist eigentlich das Interessante, hier steht Standing Sensor Values. Das ist genau das, was ich hier, ich wechsle nochmal zurück in die Konfiguration, was ich hier in der Konfiguration hinterlegt habe, dieses Standing Sensor Values. Ja, vielleicht machen wir das nochmal ein bisschen expliziter, dass man das auch leichter erkennt. MQTT in eckigen Klammern und so ein Pfeil, das sollten wir jetzt leicht erkennen. Speichern wir und installieren das nochmal. So, jetzt ist der Mikrocontroller wieder online. Wir können hier auf die Web-Oberfläche gehen, laden wir die nochmal neu. Na, wir sehen, es hat sich auf dieser Sicht erstmal nichts geändert. Jetzt werden wir gleich wieder die Log-Ausgaben bekommen. Immer dann, wenn Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen werden, aktuell alle 20 Sekunden. Wir sollten dann aber auch in der Log-Ausgabe sehr deutlich sehen, wenn das Senden der Werte über MQTT erfolgt. Ja, das Ganze dauert maximal eine Minute. Und genau jetzt hat das auch funktioniert. Also nach ungefähr einer Minute sehen wir als erstes mal die Ausgabe, dass Daten über MQTT versendet werden. So, und damit haben wir jetzt schon extrem viel geschafft. Wir haben hier einen Mikrocontroller. Der Mikrocontroller misst Daten, Luftfeuchtigkeit und Temperatur und sendet die über MQTT zu einer zentralen Datenbank. Ich wechsle jetzt mal auf meine InfluxDB. Das ist die zentrale Datenbank, wo die Daten landen sollten. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Es kommen keine Daten an. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht. In der Konfiguration für diesen IoT-Stack, den ich hier verwende, da habe ich hinterlegt, welche Daten, die an den MQTT-Broker gesendet werden, denn überhaupt weitergeleitet werden an die Datenbank.
Und das sind tatsächlich nur Daten, die in einem bestimmten Topic-Bereich sind. Ich zeige Ihnen das an dieser Stelle einfach nochmal. In dem Simple IoT-Stack, da gibt es eine Komponente, die nennt sich Telegraph. Die sorgt dafür, Daten zwischen MQTT-Broker und Datenbank hin und her zu schieben. Und in dieser Telegraph-Konfiguration, da sind die Topics hinterlegt, die übertragen werden. Das ist zum Anfang nur alles, was unter dem Topic Environment gesendet wird. Ich könnte jetzt entweder meinen IoT-Stack anpassen, aber das will ich an dieser Stelle nicht machen. Stattdessen passe ich die Konfiguration des D1 Mini an, nämlich genau hier, wo ich die MQTT-Daten versende, sende ich das nicht an Sensor-Data, sondern an Environment. Das war mein Fehler. Speichern wir das Ganze, installieren es wieder auf dem Mikrocontroller. Ja, und sobald er wieder online ist, können wir auf die entsprechende Webseite gehen. Jetzt werden wir hier auch wieder die Log-Informationen bekommen. Ah, das Schöne ist, hier habe ich jetzt lang genug gebraucht, dass direkt hier auch meine Nachricht schon versendet wurde. Und wenn ich jetzt wieder auf meine InfluxDB wechsle, laden wir das Ganze nochmal neu, dann sehen wir, dass in diesem Bereich Sensordaten gibt es Informationen über Humidity und Temperature. Man muss sich hier so jetzt so ein bisschen mit der InfluxDB auseinandersetzen, mit dieser Oberfläche, aber man sieht hier, wenn ich den Filter auf das Topic wähle und dann Humidity und Temperature, dann kann ich jetzt hier ein Query ausführen und ich sehe den ersten Datenpunkt, die hier an die Datenbank gesendet wurden. Ja, das ist jetzt natürlich relativ wenig, weil wir erst einen Datenpunkt gesendet haben, aber sobald weitere Daten kommen, werden jetzt die alle in unserer Datenbank dargestellt. So, jetzt ist schon ein zweiter Datenpunkt gesendet. Dann führen wir das nochmal aus und wir sehen jetzt tatsächlich schon hier eine Grafik, ja, die sich so langsam aufbaut. Die Temperatur hat sich geändert. Schauen wir uns mal nur die Luftfeuchtigkeit an. Ja, das ist jetzt ein relativ unspannender Graph. Er besteht nur aus zwei Punkten, beziehungsweise Temperatur. Auch der besteht nur aus zwei Datenpunkten. Aber man sieht, wir haben jetzt Daten, die von unserem Mikrocontroller kommen und die jetzt bis zu der Online-Plattform mit unserer Datenbank InfluxDB über das MQTT-Protokoll gesendet werden. Und somit steht dem Sammeln von Daten über ESP Home nichts mehr im Weg. Wir können jetzt eben verschiedene Sensoren mit unserem Mikrocontroller verbinden und die Daten über MQTT an eine zentrale Datenbank schicken. So viel zu diesem Video. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. So, ich habe das ganze System jetzt mal über Nacht laufen lassen, um ein paar Daten zu sammeln. Und jetzt gehen wir nochmal auf die InfluxDB und schauen uns jetzt mal an, wie das aussieht, wenn auch endlich ein paar Daten in der Datenbank gelandet sind. Ich muss jetzt hier wieder auswählen, aus welchem Bereich, aus welchem Bucket ich die Daten gerne hätte. Dann kann ich mir einen Filter wählen. Ich würde gerne auf das Topic filtern. Das ist bei uns Environment und es gibt nur das eine Topic, auf dem wir bisher gesendet haben, D1 Mini. Und jetzt kann ich mir hier aussuchen, ob ich zum Beispiel die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit oder beides sehen will und das zusammen dann als Grafik darstellen. Ja, das sind jetzt die Daten, die über die letzten 24 Stunden gesendet wurden. Man sieht hier, da gibt es einen langen Zeitraum, in dem Daten gesendet wurden. Hier gibt es auch irgendwie einen Bereich, in dem mal keine Daten erfasst wurden. Es gibt so Bereiche, wo irgendwie anscheinend falsche Messwerte aufgetreten sind. Ja, also wir haben jetzt einfach eine Menge von Daten in unserer InfluxDB. Damit haben wir jetzt also Daten von dem Mikrocontroller zur InfluxDB geschickt. In einem späteren Video werde ich auch noch mal zeigen, wie man jetzt einfach aus der InfluxDB mit Grafana so ein Dashboard baut, dass man einfach die Ansicht der Daten hat und nicht das hier immer in der InfluxDB manuell zusammenklicken muss. Das wird ein späteres kurzes Video.